In der südfranzösischen Stadt Toulouse fand eine Gedenkzeremonie zum 10. Jahrestag des Anschlags auf eine jüdische Schule statt. Am 19. März 2012 wurden dort drei jüdische SchülerInnen und ihr Lehrer und einige Tage zuvor drei Soldaten von einem radikalen Islamisten getötet. Vor einer Gedenktafel in der Nähe des Rathauses wurden 8 Rosen für die Opfer niedergelegt. An diesem Sonntag werden zu einer großen Gedenkfeier 2000 Gäste erwartet, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron und der israelische Präsident Isaac Herzog, sowie Vertreter der muslimischen und jüdischen Gemeinden. Zwischen dem 11. und 19. März vor 10 Jahren hatte Mohamed Merah mit einer Handfeuerwaffe 8 Menschen in Toulouse und Montauban erschossen. Polizisten töteten den islamistischen Attentäter nach einer Belagerung seiner Wohnung. Vor seinem Tod hatte der 23-Jährige erklärt, dem Terrornetzwerk Al-Qaida nahezustehen. Das Attentat in Toulouse markierte den Beginn einer Welle von Anschlägen in Frankreich ab 2014 und eine Bedrohung durch Gewalttaten von Rückkehrern, Franzosen, die im Irak und Syrien die Terrororganisation IS unterstützt hatten.